So, hier ein kleines Informationsvideo und zwar habe ich einige Neuigkeiten. Und zwar die. Ja, genau, das ist mal der Stuhl. Die erste Neuigkeit. Ich werde keine Sessions mehr aufnehmen, denn es gab in einem Projekt einen Vorfall. Seitdem habe ich mir gesagt, nein, ich werde keine Sessions mehr aufnehmen. Ich werde bloß noch einzelne Parts aufnehmen. Es wird hier und da noch das Projekt geben, wo das vorhanden ist. Ich kann nicht aber sagen, ab wann das so sein wird. Es wird, ja, ich habe Pokepark 2 bereits aufgenommen, aber es ist bisher nur gelistet, also noch nicht freigeschaltet. Das wird mit der Zeit auch passieren. Da habe ich auch zum ersten Mal richtig am PC aufgenommen. Deswegen wird sich da das Bild einigermaßen flüssiger bewegen. Ja, was gerade auch neu ist, ich nehme neulich am PC auf. Also nicht mehr über Laptop und so, weil die Qualität einfach so scheiße war. Das habe ich vor allem gemerkt, als ich Pokepark 1 mir angeschaut habe, persönlich. Die Parts vor allem am Schluss haben mir nicht so wirklich gefallen. Selbst und deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich mache was anders. Ich habe ja auch das Titelbild verändert jetzt und den Avatar und den Namen. Ja, ich kann mich einfach nicht von meinem persönlichen Lieblingsnamen trennen, weil mich dann einfach zu viele Leute so und deswegen war zu viel dran. Deswegen bleibt's bei diesem. Ja. Und ich habe ich kann sagen, ich nehme momentan Mass Attack auf, den ersten Teil. Habe ich aber schon in der Tür für gesagt. Und ja, es wird so, ja, nach einer Weile sich die Qualität ändern, weil ich bin bei PS3 jetzt am Umsteigen auf HDMI, habe mir auch jetzt das passende Gerät dafür besorgt. Und hoffe, dass es diesmal auch wirklich funktioniert, weil meine letzte Konstruktion hat nicht so wirklich geklappt mit dem Konverter und so. Und das war, ja, ein bedauerlicher Fehler von mir. Ja, und deswegen wird dann irgendwann ab einem gewissen Part, weiß gar nicht mehr aus dem Kopf, Mass Effect auf HDMI weitergehen, also wesentlich bessere Qualität. So. Ja. Und momentan nehme ich eher seltener auf, weil vor allem mir fehlt nach dem harten Arbeitstag so ein bisschen die Motivation dafür. Und da nehme ich halt gelegentlich was auf. Ich habe auch viel zu viel Material jetzt. Und damit kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Ihr habt vielleicht schon gesehen, dass jetzt wieder Mega Man freigeschaltet wird. Ich werde X5 zu Ende freischalten, alles was jetzt nur übrig bleibt. Ich werde danach, weil es mit Mega Man ein bisschen zu kurz kommt, denn das komplette Projekt Mega Man 9 freischalten. Dann wird es dort weitergehen nach Mega Man 9 mit Mario 64, die restlichen Parts. Ja, und was dann kommt, lasst euch überraschen. Nach Kirby Mass Attack wird's weitergehen mit, ja, da muss ich noch gucken, was dann kommt. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich habe ja gesagt, ich will ein bisschen eine Abwechslung reinbringen. Also neben Rollenspiel oder was anderes, neben Actionspiel was anderes, neben Horrorspiel was anderes. Ja, ich habe jetzt auch das eine oder andere Game dazu gekauft. Zum Beispiel von Resident Evil Darkseid Chronicles und Umbrella Chronicles. Vor allem Umbrella Chronicles aus Österreich. Weil, ja, man das Game in Deutschland irgendwie nicht kaufen kann. Was mich sehr stark verwundert. Vor allem, da es sich, ja, vom Gewaltfaktor kaum unterscheidet, finde ich, von Darkseid Chronicles. Aber egal. Das soll erstmal alles gewesen sein, dieses kurze Informationsvideo. Und ja. Doch, eins habe ich noch. Ich werde nicht mit dem Let's Play aufhören. Es wird weiter ein Hobby von mir bleiben, weil ich habe mich umgeschaut im Umkreis
Von meiner Liste sind mehrere Let's Player ausgestiegen. Und ja, ich habe das Gefühl, es stirbt langsam so ein bisschen aus bei der kleineren Let's Play-Gemeinschaft. Das Let's Play, weil ich halt so viel mitbekommen habe, dass, ja, viele halt aussteigen. In meinem Umfeld zumindest. Oder halt weniger machen. Wobei auch jeder seine Gründe hat. Ich meine jetzt nur die, Statistik momentan. Und ich werde es halt versuchen, es weiter als Hobby zu betreiben, weil zum Thema Let's Play für kleinere stirbt aus, sage ich einfach konsequent nein und mache mein Hobby einfach weiter. Ist halt, ja, alles so just for fun. Wie ich halt damals schon gesagt habe, Let's Play muss Spaß machen, Let's Play macht mir auch Spaß, ich werde es auch weitermachen. Ja, gut, das soll es von mir gewesen sein. Habt noch einen schönen Tag. Euer 8-Bit-Wacky. Tschüss.